Ihr Hund will doch nur spielen. Aber was ist, wenn das Temperament mit Ihrem vierbeinigen Liebling einmal durchgeht? Für Schäden, die Ihr Tier anrichtet, haften Sie als Tierhalter. Und genau deshalb habe ich heute Frau Corinna Jungblut von der DEVK zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dankeschön, hallo. Ja, vielleicht erklären Sie mal kurz, was ist denn überhaupt die Tierhalterhaftpflichtversicherung? Also die Tierhalterhaftpflichtversicherung sorgt dafür, dass wenn mein Tier einen Schaden anrichtet, einen Sachschaden, einen Personenschaden oder einen Vermögensschaden, dass ich das eben nicht aus eigener Tasche zahlen muss, sondern eben dagegen versichert bin, meine Versicherung für den entstandenen Schaden eintritt. Und haften tue ich auf jeden Fall aus der Gefahr, aus dem Besitz des Tieres. Es wird also auch nicht darauf geachtet, war der Hund jetzt an der Leine, habe ich Schuld oder habe ich nicht Schuld. Ich hafte auf jeden Fall. Ist diese Versicherung denn Pflicht für alle Hundehalter? Nein, es gibt nur 5 Bundesländer in Deutschland, in denen eine Versicherungspflicht besteht für Tiere, für Hunde. Ähnlich wie beim Kfz. In Nordrhein-Westfalen ist es nicht Pflicht, wenn man den Hund beim Ordnungsamt anmeldet, ist es allerdings Pflicht für Hunde ab 20 Kilo oder 40 Zentimeter Höhe. Was passiert denn, wenn ich diese Haftpflicht nicht habe und mein Tier einen Schaden anrichtet? Dann hafte ich mit meinem Privatvermögen und muss eben selber für den Schaden einstehen. Sie hatten mir im Vorgespräch schon erzählt, was Ihnen passiert ist und der Ida. Sie wurde gebissen und der Halter hatte keine Haftpflicht. Wie ist man da vorgegangen? Ja, das Problem ist, dass wenn man mit dem verletzten Tier zum Tierarzt geht, der Kunde des Tierarztes ist als Tierhalter. Das heißt, die Begleichung der Rechnungen liegt eben auch bei dem Tierhalter und nicht bei dem, der den Hund quasi geschädigt hat. In meinem Fall war das so, dass ich das Geld dann natürlich gerne wieder zurückhaben wollte für die entstandenen Kosten und das leider eben nicht auf normalem Wege machbar war und ich dann sehr froh war, dass ich eine Rechtsschutzversicherung hatte, die das dann für mich anwaltlich übernommen haben, um das Geld dann zurückzubekommen. Ja, was deckt denn die Tierhalterhaftpflicht überhaupt alles ab? Also im Grunde kann man sagen, es sind Personen- und Sachschäden, natürlich auch Vermögensschäden, die die Tierhalterhaftpflichtversicherung übernimmt. Als Beispiel kann man da vielleicht mal nennen Mietsachschäden in Hotels. Ich lasse den Hund beim Abendessen im Hotelzimmer und er zerlegt da Bett und Nachttischkomödchen, was auch immer. Das sind so die klassischen Sachen, wenn die sich ein bisschen langweilen. Oder aber auch die Lieblingslederjacke von einem Freund, die dann vielleicht vom Geländer gerutscht ist und der Hund gerne als Spielzeug benutzen möchte, die dann hinterher kaputt ist. Das wäre ein Beispiel für einen Sachschaden. Personenschäden muss ja nicht unbedingt sein, dass das Tier bösartig ist. Die wollen ja wirklich manchmal nur spielen oder freuen sich. Sie springen ein Kind an, das Kind stürzt, fällt unglücklich auf den Kopf, muss im Krankenhaus behandelt werden. Es entstehen Arztkosten, vielleicht Fahrtkosten für die Eltern und solche Dinge. Ich kriege ganz häufig zu hören, wir brauchen keine Haftpflichtversicherung, unser Hund tut doch nichts. Und da kann ich halt immer nur wieder sagen, es ist ein Tier und ein Tier ist nicht berechenbar. Man kann die Tür für den Postboten öffnen, die sehen irgendwas, laufen auf die Straße, laufen vor ein Fahrrad, laufen vor ein Auto. Es können wirklich Schäden in die Tausende entstehen. Wie ist das denn, wenn jemand anders auf meinen Hund aufpasst und da etwas passiert? Wenn einer auf ihren Hund einfach so aufpasst, ist er ein nicht gewerbsmäßiger Tierhüter. Und die Ansprüche des Tierhüters an Sie sind auch mitversichert. Das ist ganz wichtig, weil Sie können ja vielleicht mal Ihren Nachbarn bitten, auf den Hund aufzupassen, mit dem Hund Gassi zu gehen. Dann ist zum einen mitversichert, wenn während des Spaziergangs irgendwas passiert, also wie wenn Sie das selber wären. Oder aber wenn der Hund bei Ihrem Nachbarn, Bekannten, wo auch immer einen Schaden anrichtet und er dann den Anspruch an Sie stellt für den zerkauten Teppich oder ein zerschlagenes Glas oder was auch immer, dann ist das ebenfalls mitversichert. Wobei man halt auch erwähnen muss, dass die Unterbringung in einer Tierpension oder in einem Hundehotel nicht mitversichert ist, weil es sich dabei um einen gewerbsmäßigen Aufenthalt handelt. Und was kostet diese Versicherung dann im Jahr? Die Haftpflichtversicherung liegt zwischen 79 und 84 Euro bei der DEVK. Wir bieten allerdings über den VDH einen besonderen Versicherungsschutz an. Da kostet die Tierhalterhaftpflicht für einen Hund 59 Euro und eine Zwingerhaftpflichtversicherung für Züchter bis zu 5 Stammhunden für 139 Euro. Da hat man verschiedene Vorteile, dass man bei der Zwingerhaftpflichtversicherung zum Beispiel Deckschäden mitversichert hat.
Das heißt, die Hündin kommt bei einem ungewollten Deckakt unter Umständen zu Schaden, kann vielleicht nicht weiter für die Zucht verwandelt werden, das ist wichtig. Ja, und der Züchter hat eben auch einfach den Vorteil, dass er uns 5 Hunde meldet, aber nicht immer wieder einen neuen Antrag stellen muss, wenn ein Hund kommt oder ein Hund geht, hat also ein Kompaktpaket für die 5 Hunde. Ja, haben Sie denn eine Empfehlung, für welche Summe man als Tierhalter diese Versicherung abschließen sollte? Ja, unsere höchste Deckungssumme, die wir anbieten, ist 10 Millionen für Personen- und Sachschäden, 1 Million für Vermögensschäden. Und da die Differenz zwischen 10 Millionen Deckung und 3 Millionen Deckung 40 Cent im Monat beträgt, würde ich mich da auch immer für die höhere Deckungssumme entscheiden. Ja, und vielen Dank, Frau Jungblut, für die zahlreichen Informationen. Schön, dass Sie da waren. Gerne, danke schön.